einen wunderschönen Tag wünschen die Möbelmacher aus Untergrumbach neben Hersbruck und laden Sie im Newsletter 180 ganz herzlich zum Tag des Schreiners und der Schreinerin am 6. November ein. Wir bitten Sie aber um eine persönliche Anmeldung. Das ist auch für alle anderen Besuche immer hilfreich, weil wir uns gerne Zeit für Sie nehmen. Sollten sich auch Ihre Freunde für nachhaltiges Einrichten und unsere Arbeit interessieren, schicken wir Ihnen unser neues Jahrbuch gerne zu. Zum 26. Mal gibt es wieder spannende Geschichten aus der Welt des Einrichtens, diesmal sogar auf 100 Seiten. Bald ist es auch digital abrufbar. Die neue Leuchte 50s zählt eher zu den dekorativen und nostalgischen Hellmachern. Dafür macht Supernova mit seinen 2600 Lumen ihrem Namen alle Ehre. Die LEDs lassen sich leicht austauschen, die Höhe ist einstellbar. Es war der längste Fototermin der Möbelmachergeschichte. Ich holte unsere Nachbarin Lene Heberlein um 9 Uhr ab und sie stieg um 19 Uhr in Kledorf wieder aus. Die ganze Geschichte der Kompletteinrichtung im Blockhaus mit 360-Grad-Panoramen, Videos und Bildern ist schon auf der Homepage festgehalten. Wir haben uns richtig auf den Besuch des Jori Showcars gefreut. Anneliese Partain und Olaf Köhler hatten es dank vieler Staus gerade noch geschafft, um 19 Uhr im grünen Baum Kühnhofen zu sein. Bei Jori heißen die Big Five nicht Löwe, Elefant, sondern Glove, Daydreamer, Longueville, Tigra und Lagoon. Und zu entdecken sind diese nicht safari-technisch vom Bus aus, sondern in demselben. Danach haben wir noch viele neue und alte Geschichten erzählt, denn unsere ersten Polstermöbel haben wir bei Jori am 18.05.1994 bestellt. Unser innungsbester Auszubildender Samuel hat uns schon wieder zum Studium verlassen, aber Andrea Pitsch von der Hersbrucker Zeitung hat noch einen so schönen Artikel über ihn geschrieben und auch er hat im Nachhaltigkeitsblog seine interessante Möbelmachergeschichte aufgeschrieben. Als erste Messe seit langem haben wir die Küchenwohntrends in Salzburg besucht und dabei viele spannende Dinge über Dunstabzüge, Gewächsschränke und kochendes Wasser aus dem Wasserhahn erfahren und hier natürlich für Sie im Blog dokumentiert. Die Messe war gleichzeitig der Start der Strategietagung bei ProNatura, bei der wir unter anderem das Werk Lenzing besichtigen durften. Dort werden aus Buchen Zellulosefasern hergestellt, aus denen im nächsten Schritt unsere waschbaren Ökostoffe namens Lyocell gewebt werden. Übrigens haben wir schon eine Woche zuvor den 100. Geburtstag der Firma Joka mit einer rauschenden Party gefeiert und auch über diese wirklich beeindruckende Veranstaltung einen Blogbeitrag erstellt. Der treffende Song des Abends war »Unser Chef ist nicht da, das haben wir gern, wir kennen ihn nah und lieben ihn fern«. Bis bald! Unser Chef ist nicht da, das haben wir gern, wir kennen ihn nah und lieben ihn fern.